Ja, Frank Zander hat wirklich ein Riesenherz für Obdachlose und Bedürftige und das schon seit einem Vierteljahrhundert. Heute Abend ist es zum 25. Mal wieder soweit. 3000 Menschen werden in Berlin zum großen Weihnachtsessen erwartet. Ja, wenn es mir gut geht, muss ich einfach etwas abgeben, sagt Frank Zander und verwöhnt die, die sonst keiner verwöhnt. Und die können es kaum abwarten. Stehende Ovationen für Frank Zander kurz vor Beginn der Feier. Herzlichen Glückwunsch zum 25. Danke. Ich werde 25 Jahre alt, ist das schön. Alles begann hier, dem Sitz der Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot. Da hat einer angerufen, der sagte, er ist Markus Zander, der Sohn von Frank, und die brauchen Hilfe, weil sie wollen Weihnachtsfeier für Wohnungslose machen. Und die fand im Schloss Diedersdorf bei Berlin statt. Und dann kam mit immer hier zig Busse an und das strömte alles hier in den Kuhstall rein und alle Gänse brachten Essen und war richtig was los. Und er ist ja ein Junge aus dem Volk und hat das Ding super gemacht. Waren es 300 arme Menschen im ersten Jahr, wuchs die Zahl auf 500 im zweiten. Noch heute organisiert Markus Zander die Feier, jetzt für 3000 Menschen. Am Anfang mussten wir aber viel selber kaufen. Also wir mussten wirklich dazu buttern. Jetzt geht das wie von selbst. Und wir haben sogar einen Wahnsinnsspender, der hat uns nach den ganzen Berichten, Fernsehberichten, mal 100.000 Euro spendiert. Das ist schon eine Nummer, ne? Noch immer begrüßt Frank Zander jeden Besucher mit Handschlag. Einer von ihnen ist Mario Pelz. Er kommt seit Jahren zu der Feier. Dieser eine Tag bei der Weihnachtsfeier ist der einzigste Tag von den 365 Tagen im Jahr, wo ich auflebe. Ich habe nur Piss-Scheiß-Tage und das ist der einzigste Tag, wo ich sage, Top-Tag. Was Familie Zander da auf die Beine gestellt hat, dafür gibt es heute Glückwünsche von ganz oben. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem 25. Jubiläum und wünsche Ihnen heute Abend ein fröhliches Beisammensein. Für dieses Zeichen der Mitmenschlichkeit scheuen Sie, lieber Herr Zander, keine Mühe. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. Und noch jemand dankt Frank Zander, die Caritas Berlin. Diese rollende Erste-Hilfe-Praxis haben die Zanders finanziert. Dafür haben die Mitarbeiter den Song Danke Frankie eingespielt. Der Höhepunkt für viele in einem langen Jahr. Weihnachten mit Frank. 400 Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Feier. Darunter wie immer viele Prominente aus den Bereichen Fernsehen, Show oder Musik. Für die Bedürftigen und Obdachlosen ist heute schon Weihnachten, für die Zanders in 4 Tagen. Am 24. treffen wir uns bei uns zu Hause diesmal. Dann gibt's Gänsekeule, so wie hier. Und dann sitzen wir ganz in Ruhe zusammen und hoffen, wir reden über was ganz anderes. Am nächsten Tag gehe ich zu meiner Eisbahn und spiele. Und im Januar beginnen dann bereits die Planungen für die nächste Weihnachtsfeier. Noch mehr Spaß hat hier auch Frank Zander gedacht. In diesem Jahr schon zum 25. Mal sein großes Weihnachtsessen für obdachlose und bedürftige Menschen. Ja, 3000 Gäste sind es ja inzwischen. Und mitten auf der fulminanten Party, die fulminant sein wird, wie ich annehme, ist jetzt im Hotel Estrel in Berlin-Neukölln unser Kollege Andreas Wurm. Andreas, was wird denn da so veranstaltet zum 25. Jubiläum? Gibt es da für jeden 100. Besucher 25 Gänse? Nein, so ist es nicht. Es gibt für jeden der 3000 Gäste natürlich eine Gänsekeule und es gibt Knödel und Rotkraut und es gibt Christstollen und Bienenstich. Und es ist eigentlich wie immer, es ist nah, es ist schön, es ist herzlich, aber es ist irgendwie doch anders im 25. Jahr. Nur das Beste für die Gäste ist das Motto in diesem Jahr und man hat das Gefühl, als hätte das Team um Frank Zander und Sohn Markus in diesem Jahr noch ein Geschenk mehr unter den Tannenbaum gelegt. Denn wir haben ein ganz besonderes Geschenk heute auf der Bühne erleben dürfen. Reinhard May als Gast. Jetzt steht. Und es ist der alte Hase, der auf der Bühne steht und der doch bei diesem ganz besonderen Auftritt für ihn dann doch ein kleines bisschen Lampenfieber verspürt hat. Ich habe seit
vor 2 Jahren das letzte Mal im Tempodrom gespielt. Seitdem habe ich auf keiner Bühne gestanden. Dann ist das schon ein bisschen aufregend und was Besonderes für mich auch. Janine ist jetzt bei mir mit ihren 4 Kindern zum 2. Mal mit dabei. Was bedeutet Ihnen dieser Abend heute? Mir bedeutet der Abend sehr viel. Das Leuchten der Kinder in den Augen zu sehen und einfach einen ganz tollen Tag für die Kinder zu haben. Ich hoffe, das ist gelungen. Herzlichen Dank, dass ihr auch in diesem Jahr die Gelegenheit genutzt habt, hier da seid. Und nicht nur 3000 Gäste fühlen sich hier pudelwohl, sondern auch viele, viele Prominente, die zum Teil auch seit vielen Jahren mit dabei sind. Da sehen wir natürlich Gastgeber Frank Zander. Wir sehen Wolfgang Lippert. Wir sehen Dietmar Woidke, der auch zum 4. Mal mit dabei ist. Gregor Gysi. Also, hier haben wir unsere ehemalige Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey. Hier ist der Bezirksbürgermeister. Wir haben sportliche Prominenz, Silvio Heinevetter, wir haben Sven Martinek und wir haben Anushka Renzi, die in diesem Jahr wie in den Jahren zuvor auch mit dabei ist. Also viele, viele gehen hierher und tun Gutes und viele sind auch schon seit langer Zeit beschäftigt. Die Köche haben schon vor 24 Stunden angefangen und aufgebaut wird seit heute früh. Morgens um 10 vor 8 ist der Saal regelrecht nackt. Dann kommen die Helfer. Schließlich müssen die 400 Ehrenamtlichen alles für knapp 3000 Gäste vorbereiten. Die 16-jährige Anita hilft das erste Mal mit. Ich hatte auch ein Praktikum mit Menschen was gemacht, mit Altenpflege. Und es gefällt mir halt, Menschen zu unterstützen und helfen. Ihre Mutter hilft schon länger und hat sie diesmal mitgebracht. Um kurz vor 10 sehen Tische und Baum langsam etwas weihnachtlich aus. Und während Musiker aufbauen und die Köche hinten knapp 1 Tonne Rotkohl rühren, proben die Techniker vorn. Einige Promis können nicht dabei sein und haben Videobotschaften geschickt. Sogar die Kanzlerin begrüßt die Gäste zum Jubiläumsfest. Immer dazwischen und seit morgens mit dabei Organisator Markus Zander. Mittags bekommen alle einen Snack und Anita freut sich auf die Gäste. Den Leuten, die hierher kommen, diese Geschenke zu überreichen, darauf freue ich mich. Und 2 Stunden vor Beginn der Feier ist dann auch alles bereit für Frank Zanders 25. Obdachlosenfeier. Und alles lief glatt. Frank und Markus Zander, das 25. Mal. War es ein Abend wie jeder andere oder dann doch etwas Besonderes? Nein, es war schon eine emotionale Bombe, muss ich sagen. Gerade an der Tür, was ich immer wieder meine, war das so emotionsgeladen. Das hat mich ein bisschen geschafft. Denn diese Leute zu begrüßen, die dann auch mal abheulen. Und ich freue mich, dass man das bisher geschafft hat. Uli und seine Zelt ist gerade auf der Bühne, es knallt ganz schön. Aber Reinhard May begrüßen zu dürfen, das war ein Highlight. Also, ich freue mich. Nach 25 Jahren dann doch aufhören, wenn es am schönsten ist, oder machen wir nächstes Jahr weiter? Nein, von aufhören ist keine Rede, ja. Da haben uns schon viele gefragt. Ne? Wir haben hier eine Medaille gekriegt. Nein, wir machen natürlich weiter und zwar sehr gerne. Alles klar, herzlichen Dank. Also, Reinhard May hat auch gesagt, er kommt im nächsten Jahr wieder. Und wir gucken noch mal rein auf 25 Jahre hier im Estrell Hotel. Hier sind es 23. Also ein großes, großes Fest. Und damit frohe Weihnachten aus dem Estrell Hotel. Fest zusammen bis zum Ende. Wir stehen auf, lassen Wunderlampen brennen. Dankeschön, Andreas. Ja, tolle Nummer das, ne? 25 Jahre jetzt schon, wow. Ja, das wäre es natürlich. Alle, die hier leben, gehören auch dazu. Auch die, die ganz am Rand stehen, die wir eigentlich nur wahrnehmen, wenn sie uns ihre Hand hinhalten. Für einen aber ist es ganz selbstverständlich, dass die Ärmsten es verdient haben, auch mal im Mittelpunkt zu stehen. Und das ist Frank Zander. Seit 25 Jahren, wie er verteilt und lebt. Einmal mehr ein ganz besonderer Abend hier im Estrell Hotel. Und man hat das Gefühl, dass im 25. Jahr das Team um Frank Zander und seinen Sohn Markus noch mal eine Schippe draufgelegt hat, noch mal ein besonderes Geschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt hat. Heute der Ehrengast, der Stargast, Liedermacher Reinhard May. Alle Ängste, alle Sorgen, sag mal.
Entweder hat meine Frau Geburtstag oder ich Geburtstag. Und an Geburtstag ist bei uns heilig, da muss man zu Hause sein. Und seit Jahren fällt es nun endlich mal auf den 20. Dezember. Da hat keiner von uns Geburtstag und da komme ich. Seit vielen Jahren also ein großer Förderer dieser obdachlosen Weihnachtsfeier. Und jetzt hat es endlich mal geklappt, dass er heute Abend auch mit dabei sein konnte. Und die Menschen hier, die haben es sichtlich genossen und mitgesungen. Und er hat auch angekündigt, dass er im nächsten Jahr auch wieder mit dabei sein wird. Viele, viele Prominente waren auch heute Abend mit dabei und haben Essen serviert. 3200 Gänsekeulen. Wir haben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, wir haben Wolfgang Lippert, wir haben Gregor Gysi, der auch wieder dabei war. Franziska Giffey, die Familienministerin, ihr Nachfolger im Amt des Bezirksbürgermeisters, war auch mit dabei. Martin Hielke, Silvio Heinevetter, Handballer. Dann haben wir hier Sven Martinek und Anuschka Renzi. Also viele, viele, die auch heute wieder mit dabei waren. Außerdem 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie Odette. Sie sind heute das erste Mal hierher gekommen. Warum und was bedeutet Ihnen dieser Abend? Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, in diese glücklichen Gesichter zu sehen. Diese Dankbarkeit zu spüren, auch die Tränen in den Augen der Leute, es ist, wie gesagt, herzerwärmend und man wünscht sich einfach, dass es viel, viel mehr davon auf der Welt gibt. Die Gäste hier, die danken es Ihnen, dass Sie heute Abend mit dabei waren. Frank Zander also jetzt gerade auch eben und man hört ihn auf der Bühne, denn er lässt sich den letzten Auftritt des Abends natürlich auch nicht nehmen. Für ihn auch im 25. Jahr ein ganz besonderer und emotionaler Abend. Als ich begrüßt wurde mit viel Applaus, die haben ja mitbekommen, dass es mir auch nicht so gut ging in diesem Jahr. Also das war schon tränenrührend. Und jetzt bin ich irgendwann fertig und fix und fertig. Jetzt trinken wir so ein richtig Bier und zwar so ein Bier ganz. Ne? Denn jedes Mal, wenn ich ein Bier gerade so in der Hand habe, dann hieß es, Herr Zander, können wir mal. Ne? Und ich denke mal, ich muss mich noch bei allen bedanken, bei allen, die mitgeholfen haben. Beim Estrel Hotel, bei meinem Sohn, bei meiner Familie, bei allen Künstlern. Dankeschön, großer Knutscher und sowas geht nur in Berlin. Nur nach Hause gehen wir nicht, das ist eine große Hymne. Für viele ist das hier leider Realität, aber die haben sie heute Abend draußen vor der Türe gelassen. Ein Mann, der seine Prominenz nicht ausnutzt, sondern benutzt, um Gutes zu tun, das ist Frank Zander. Seit unglaublichen 25 Jahren lädt er Obdachlose, Menschen, die gerade eine harte Zeit durchmachen, ein zum Gänseessen. Und serviert werden Gans, Klöße und Rotkraut von weiteren Promis. Andreas Wurm ist vor uns dort im Estrel Hotel. Andreas, wer huscht denn da alles durch die Gänge mit Schürze und Tablett? Einen schönen guten Abend. Mittlerweile ist das durch die Gänge huschen der Prominenten schon beendet. Aber es waren eine Menge da. Viele sind jetzt auch noch da und haben sich unter das Volk gemischt. 3000 Gäste sind hier. 3200 Gänsekeulen wurden ausgegeben. Und wir schauen mal, wer denn da servierte. Natürlich ist Frank Zander als Gastgeber mit dabei. Wir haben Franziska Giffey, die ehemalige Bezirksbürgermeisterin, jetzt Familienministerin. Hier haben wir zum Beispiel auch Martin Hieke, der Bezirksbürgermeister von Neukölln. Viel politische Prominenz ist da und die haben dann also lecker aufgetischt. Mittlerweile ist Mitch Keller auf der Bühne, später noch Jeanette Biedermann. Stargast des Abends ist Reinhard May über den Wolken. Er fliegt hier durch das Estrel eine kleine Runde und den Abschluss natürlich dann Frank Zander, der singt, nur nach Hause gehen wir nicht, für viele ein frommer Wunsch heute Abend, aber wenn sie nach Hause gehen, dann sind sie beseelt von dieser Veranstaltung zum 25. Mal mit vielen, vielen glücklichen Gästen und Gesichtern. Dankeschön, Andreas aus dem Estrel. Frank Zander hat heute wieder sein Weihnachtsfest für Obdachlose und arme Menschen ausgerichtet. Zur 25. Auflage der Feier kamen 3000 Gäste ins Estrel Hotel in Berlin-Neukölln. Viele Ehrenamtliche und Prominente servierten Gänsekeulen und verteilten Geschenke. Nach dem Essen gab Frank Zander für seine Gäste noch ein Abschlusskonzert.